Im Rahmen des Festes der Lungar Volkskultur in Mariapfarr fand auch ein Samson-Treffen statt. Im inneralpinen Raum gibt es 12 Samson-Figuren, 10 davon im Lungau. Beim diesjährigen Treffen war sogar Spanien zu Besuch. Denn Mata de Bera in Katalonien ist die Partnergemeinde von Mariapfarr und so gesellten sich auch ihre Riesenfiguren Lorenz und Agnes dazu. Und es ist ja auch international, sogar aus Katalonien sind Leute da, die eine ähnliche Kultur haben. Das ist wieder ganz erstaunlich, dass das eigentlich über so weite Gegend hinweg funktioniert. Aber schauen, was hier die Volkskultur leistet, ist wirklich beeindruckend. Ich glaube, dass sie die Lungauer einfach in jedem Ort mit seiner Samson-Figur sehr gut identifizieren können. Weil wenn man so schaut, für einen Mattendorfer Samson ist der Mattendorfer der Schönste, für einen Dammsäger der Dammsäger. Und sie, das ist halt einfach sein Lieblingsstück und da gehen sie gern zuschauen, wenn die ausrücken und da haben sie Freude und freuen sich, wenn der Samson wieder einmal kommt. Das Samson-Tragen wurde 2010 in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich eingetragen. Für den Samson-Träger ist nicht nur das Gewicht eine große Herausforderung, auch das Ausbalancieren des Riesen bedeutet Konzentration und Achtsamkeit. Auf der einen Seite anspruchsvoll, auf der anderen Seite je nach Witterung auch. Okay, wenn viel Wind geht, dann ist es natürlich ganz schwierig. Aber wenn die Witterung passt, dann ist es einfach eine Balance-Sache. Okay, wo das Gewicht gar nicht so schlimm ist, die 96 Kilo, was uns auch hat. Schlimm ist nur, wenn man die Balance nicht hat. Dann muss man eben das Gewicht mit der Kraft steuern und dann hält man es nicht lang durch. Wenn ich da dabei sein darf, dann freue ich mich richtig. Und ich kriege eine Gänsehaut immer, wenn ich die Samson nicht tanzen sehe. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überwältigt. Es ist jedes Mal wieder gewaltig, was der Lungau aufzieht, was sie verstehen, Feste zu organisieren und dann auch Feste zu feiern. Die ganze Region ist auf die Füße und jeder identifiziert sich mit dem. Ich glaube, nicht nur ich, sondern auch viele, die heute dabei gewesen sind, haben Gänsehaut. Die erste urkundliche Erwähnung einer Samson-Figur stammt aus dem Jahr 1720 und zählt für den Lungau und seine Bevölkerung zu jenen Kulturgütern, die als identitätsstiftend gelten. Auch heute noch ist der Höhepunkt jedes Samson-Treffens, wenn alle zusammen unter den Klängen der Musikkapellen den Samson-Walzer tanzen.